Willkommen zu einem neuen TagView Vlog und wie ihr unschwer erkennen könnt, geht es mal wieder um einen Laptop. Ich starte so ein bisschen eine kleine Reihe, würde ich mal behaupten, wo ich so durch die verschiedenen Klassen von Laptops gehe, die es so gibt, neue Laptops vor allen Dingen. Und ich hatte euch ja das Pinebook gezeigt, 99 Dollar etwa. Das heißt, das ist schon eines der an der untersten Grenze. Jetzt habe ich hier einen HP Laptop und zwar ist das, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ich versuche es mal irgendwie so zu drehen, damit ich hier an die Daten rankomme. Vielleicht sieht man es hier oben rechts oder auch nicht, da wo mein Daumen ist. Es ist schwer zu sehen, schwer zu lesen. Ich kann es euch nur vorlesen. Es ist das HP Notebook Modell 14AM018NG. HP hat leider solche komischen Bezeichnungen, was Laptops angeht. Und das sieht schon recht ordentlich aus. Wir sehen hier, es hat das HP-Logo, es hat eine geriffelte Oberfläche. Es hat viele Anschlussmöglichkeiten, die man so braucht. VGA, Netzwerkanschluss, aber auch HDMI und zwei USB-Anschlüsse, genauso wie ein Anschluss für Headsets. Dann gibt es auf der anderen Seite ein Indikator für, ob das Gerät läuft oder gerade im Standby ist. Wir sehen, es ist gerade im Standby, weil es blinkt, ein USB-Anschluss und sogar noch ein DVD-Kombi-Laufwerk fürs Brennen auch geeignet. Also das steckt alles in diesem Gerät drin, das es für etwa 200 bis 250 Euro gibt in dieser Ausstattungsklasse, die ich jetzt hier habe mit 4 GB Arbeitsspeicher und einem Intel Celeron N3060 Prozessor, der mit zwei Kernen daherkommt. Und ich kann das Ganze mal aufklappen. Natürlich, wie ihr auch nicht anders erwarten könnt, läuft auf dem Gerät hier bei mir natürlich ein Linux-Betriebssystem. Und in dem Fall läuft hier auch Neptun drauf. Und wir können uns ja mal anschauen, dass ich da kein Blödsinn erzählt habe. Die Info Geschichte, das Infozentrum zeigt uns noch mal ganz genau, was wir hier laufen haben. Und da sehen wir, wir haben einen Intel Celeron N3060, der mit 1,6 GHz getaktet ist und etwa 4 GB Arbeitsspeicher beinhaltet. Ansonsten seht ihr, hier läuft Neptun 5 drauf, in der aktuellsten 5er Version 5.6 oder sowas, was ich jetzt hier habe. Und das läuft auch recht gut. Also wenn ihr Linux drauf laufen lassen wollt, alles gar kein Problem, läuft alles wunderbar, Bluetooth wird unterstützt. Die Akkulaufzeit ist das Besondere an diesem Gerät, das übrigens ohne Lüfter daherkommt. Es hat zwar einen Lüftungsschlitz, das liegt einfach daran, dass wahrscheinlich dieses Barebone, will ich mal sagen, oder dieses Gehäuse, was wir hier haben mit dem Lüftungsschlitz hier, das wird im Grunde genommen auch für stärkere Prozessoren verwendet. Hier ist aber meines Wissens nach kein Lüfter drin oder zumindest habe ich noch keinen Lüfter anspringen gehört oder so etwas. Das heißt, im normalen Betrieb ist das Teil einfach lautlos, lüfterlos. Das Einzige, was man hörte, das ist der Nachteil von diesen ja recht billigen oder günstigen Notebooks, ist, dass ihr meistens keine SSD bekommt, sondern wie in dem Fall hier eine Festplatte. Und das ist eine ja, 5400 Umdrehungen Festplatte. Das ist nicht so das Gelbe vom Ei, würde ich mal behaupten, in Sachen Geschwindigkeit. Das heißt, ich würde empfehlen, da mindestens eine SSD reinzuhauen. Das macht auf jeden Fall ordentlich viel Sinn, weil dann hat man ein deutlich performanteres System. Aber selbst hier mit dieser Festplatte läuft das sehr ordentlich. Das Tolle an der Geschichte ist hier die Akkulaufzeit, die mit 6 bis 7 Stunden etwa sehr, sehr zu gebrauchen ist, gerade wenn man mal im Internet surfen möchte. Und hier eignet sich das HP 14, ich weiß nicht den ganzen Namen sagen, aber auf jeden Fall dieses Notebook hier mit auch dem Celeron Dual-Core-Prozessor durchaus dafür, dass man das auch fürs ganz normale Surfen im Internet verwenden kann. Und dazu zählt, anders als beispielsweise noch beim Pinebook, was natürlich auch beim Surfen noch verwendet werden kann oder fürs Surfen verwendet werden kann, ist hier auch die Multimedia-Unterstützung eine tolle Geschichte. Ihr seht, ich habe hier auch schon, kriege auch schon irgendwelche Benachrichtigungen. Aber was wunderbar funktioniert, sind zum Beispiel auch YouTube-Videos. Die können hier ohne Probleme abgespielt werden auf diesem Notebook. Das war ja das Problem beim Pinebook, wo man auf extra Anwendungen angewiesen war, um das abspielen zu können. Und wo wir gerade bei Notebook sind, schauen wir uns hier zum Beispiel einen Notebook-Vergleich an. Und dann sehen wir, das Video wird nach einer kurzen Ladezeit ohne Probleme abgespielt. Ich kann es sogar
Machen wir mal hier den Tonsturm in Vollbild laufen lassen. Das läuft dann auch mit HD ohne Probleme. Das Display ist hier 1366x768. Das heißt, wir haben hier natürlich so 27p Display, könnte man sagen. HD Display, kein Full HD und natürlich auch wie in der Preisklasse üblich TN-Panel. Das heißt, die Blickwinkel ändern sich. Allerdings sind diese TN-Panels nicht mehr so schlecht, wie sie mal waren. Also die ganz schlechten haben ja natürlich das Problem, dass die Blickwinkel extrem sind. Und ich glaube, von der einen Kameraperspektive hier kann man das, glaube ich, sehen, dass das wirklich ein TN-Panel ist. Also Videos gehen ohne Probleme hier drauf abzuspielen. Multimedia ist kein Problem. Das ist also das kleinere Update zum Pinebook, würde ich mal sagen, wo man in Sachen Multimedia noch mit ein paar Einschränkungen leben muss und auch in Sachen Browser vielleicht nicht allzu viele Tabs offen haben kann. Hier ist das weniger ein Problem. Man kann dem Gerät natürlich auch noch mehr Arbeitsspeicher spendieren. Dann geht das mit den Browser-Tabs natürlich auch deutlich besser. Die Grafikkarte, die dieser Celeron N3060 mit sich bringt, ist ein HD 400, glaube ich. Und die sorgt auch schon dafür, dass man hier ordentlich was an Geschwindigkeit herausholen kann, was Video-Playback angeht. Was natürlich immer ein Problem ist, ist Videoschnitt oder so etwas. Das würde ich hier auf dem Gerät immer noch nicht machen wollen. Ganz, ganz zur Not könnte das gehen. Man muss aber sehr viel Geduld mit sich bringen und man muss sich einfach dessen bewusst sein, dass das ist eben kein System, was hier wunderbar dafür geeignet ist. Ansonsten Animationseffekte auf Plasma laufen ohne großartige Probleme und können dann genutzt werden. Es gibt recht nette Geschichten auf der Tastatur, die man hier sehen kann. Die F-Tastenreihe beispielsweise hat weitere Funktionstasten und ich habe zum Beispiel stumm geschaltet. Da leuchtet jetzt so ein roter Punkt, der mir auch auf der Tastatur anzeigt, dass ich stumm geschaltet habe. Das gleiche gilt auch für die Umschalttaste, die anfängt zu leuchten. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man diese Fn-Taste mit Escape zusammen, wie man das beispielsweise von ThinkPads erkennt, nicht dazu nutzen kann, um zu sagen, ich möchte jetzt zwischen F-Tasten und Funktionstasten umschalten. Also diesen Schnellfunktionstasten wie Ton aus oder Lautstärke hoch und runter oder Playback vorwärts, zurück oder Play-Pause oder sogar diesen Airplane-Modus, den man da sehen kann. Das funktioniert nicht, das muss man im BIOS umschalten und da gibt es nur zwei Modi, entweder aktiv, Intelligent Active heißt das in anderen Worten. Wenn ich die Taste Alt drücke oder Steuerung drücke und dann eine der F-Tasten drücken möchte, dann wird die Funktion nicht aufgerufen, sondern die F-Taste wird dann aufgerufen. Wenn ich aber nur die Taste drücke, wird nicht die F-Taste aufgerufen, sondern die Funktion aufgerufen. Das ist eine clevere Geschichte, aber für meinen Fall nicht so mein Fall. Ich will echte F-Tasten und wenn ich dann mal diese Tasten haben möchte, um das Bildschirm, um den Bildschirm dunkler oder heller zu machen, dann benutze ich doch dann eher die Fn-Taste und halte die dann gedrückt für solche Geschichten. Ansonsten Fn-Taste und Steuerungstaste sind hier ja richtig rum, würden einige sagen, für ThinkPad-Nutzer eben falsch rum. Ich weiß gar nicht, ob man das umstellen kann. Ich glaube nicht. Das kann man nur, wenn die andersrum getauscht sind, also bei ThinkPad-Tastaturen. So, ansonsten die Tastatur schön. Einziges Manko ist hier diese zusätzliche Reihe, die so ein bisschen ja, dafür sorgt, dass man sich erstmal dran gewöhnen muss. Da haben wir also Bild hoch, Bild ab, Ende, Position 1 und die Entferntaste. Die Entferntaste ist schon an der richtigen Position, aber die Enter-Taste dann nicht so richtig. Und ja, na gut, man muss sich ein bisschen was dran gewöhnen, aber dann kann man wunderbar drauf tippen. Das Chiclet-Styling der Tastatur passt soweit und auch der Druckpunkt ist gut. Und da gibt es also gar keine Probleme, auch alle Tasten, alles wunderbar verarbeitet. Na gut, das Windows-Logo stört mich so ein bisschen als Linux-Nutzer, aber ansonsten ist es ein perfektes Linux-Notebook. Es funktioniert alles out of the box, was ich so haben möchte, selbst eben auch die Bluetooth-Geschichte beispielsweise, die hier drauf verbaut ist. WLAN funktioniert ohne Probleme und ich kann das Teil tatsächlich nutzen, gerade wenn ich unterwegs bin, mal Office-Arbeiten machen möchte, hervorragende Akkulaufzeit, kommt nicht ganz so an Pinebook-Niveau ran, aber ist schon für die Leistung sehr beeindruckend mit den eben 7 bis 8 Stunden, die man so rausholen kann aus dem Akku, je nachdem, wie hell man das Display machen möchte und ob man halt draußen in der Sonne sitzt oder nicht. Ansonsten, was kann man noch sagen über das ganze Gerät? Es ist wirklich für Audiobearbeitung, also Audioschnitt, wenn ihr einen Podcast zusammenstellt oder auch Bilderbearbeitung, wenn es jetzt hier nicht die großen 50 Megapixel RAW-Bilder sind oder einfach nur einfache JPEGs, die ihr vielleicht mit eurem
Telefon geschossen habt, eurem Smartphone geschossen habt, keinerlei Problem. Also dafür reicht die Leistung aus. Es ist nicht vergleichbar mit High-End-Geräten, das ist klar. Aber es ist sicherlich für den Studenten beispielsweise, der in der Vorlesung Notizen machen muss, durchaus geeignet. Jemand, der Programmierarbeiten machen muss am Rechner und jetzt nicht große Programme kompilieren muss, sondern sich einarbeiten möchte in ein Informatikstudium und da kleine Programme mit GCC kompilieren möchte, ist das durchaus zu gebrauchen. Das ist also tatsächlich so ein Notebook für immer dabei haben. Ist auch nicht so schwer für einen 14-Zöller, muss man sagen. Und allzu dick ist es auch nicht. Die Verarbeitung ist okay. Das Ganze ist halt eben, es wirkt nicht super edel, aber es wirkt halt eben, es hat auch nicht diese Extravaganz eines Pinebooks, das noch so ein bisschen mit der weißen Oberfläche natürlich dann ein bisschen was mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht. Aber es ist auf jeden Fall ein solides Gerät, würde ich sagen, was man so zum Arbeiten gebrauchen kann. So, das ist so mein kleiner Blick auf dieses HP 14 Zoll Notebook. Und das ist jetzt so, würde ich mal sagen, unterste Mittelklasse. Na, Mittelklasse noch nicht mal, sondern das ist so das kleinere Update zu dem Pinebook, würde ich mal sagen. Wo Pinebook schon die unterste Klasse des Erträglichen ist, womit man noch arbeiten kann, ist das schon eine Stufe höher. Und in der Intel-Welt mit dem Intel Celeron sicherlich die Einstiegsklasse, die ich empfehlen würde. Dual Core, ein Celeron, der keinen extra Lüfter benötigt, der eine trotzdem ordentlich Performance bietet, die heutzutage immer noch fürs Browsen im Internet durchaus ausreichend ist und für so Alltagsaufgaben im Office-Bereich. Spiele spielen, klar, hier und da mal einen Tux Racer oder sowas spielen kann man doch, aber dann ist das eher für Tetris und ja, für solche, für Pac-Man vielleicht noch geeignet oder vielleicht Emulationsgedönse könnt ihr hier noch drauf spielen, Super Nintendo Spiele oder sowas. Aber alles andere, alles weitere kann man dabei dann vergessen auf diesem Gerät. Ihr habt auch gesehen, eventuell, ich habe hier oben die Kamera zugeklebt. Ja, ich hätte so einen Slider machen können und dann hätte ich mir das Ganze dann ersparen können, das irgendwie so zuzukleben. Aber da befindet sich auch eine kleine Kamera, ich glaube, die kann nur VGA oder sowas. Also das ist das Zweckmäßige, was man so braucht. Wird auch unter Linux direkt unterstützt, wenn man das dann möchte. Also zweckmäßig im Sinne von Videochat machen, aber nicht hier so einen Podcast oder sowas aufnehmen. Das möchte man damit auch nicht wirklich im Vollbild erscheinen. Aber das ist, glaube ich, bei vielen Geräten, auch bei den High-End-Geräten, sind die meistens Murks, diese integrierten Kameras, und eher zweckmäßig gedacht. Ja, ansonsten gibt es nichts Großartiges Neues zu zeigen. Das war's für meinen kleinen Überblick zum HP 14. Falls euch das gefallen hat, falls ihr Fragen habt, einfach im Kommentarbereich posten und bis zum nächsten Mal.